Was sagst du zu Nicht-Hummels-Nominierung? Boah, Zwiespalt. Kannst sagen, was du willst. Es ist schwer, eventuell nachzuvollziehen. Braucht man nicht drüber diskutieren, dass der Mann sich wieder in eine Rolle und Position zurückgekämpft hat, die richtig knallt. Die einzigste Erklärung, die diese Fragen hinter Mats Hummels stehen, kann Julian Nagelsmann liefern. Weil er ja seine Gründe hat, warum er ihn nicht nominiert. Würde mich am meisten interessieren von Julian Nagelsmann. Wisst ihr, was ich meine? Für mich eine Argumentation oder ein Grund wäre, oder den ich nachvollziehen kann ein bisschen, vielleicht Alter. Aber er bringt halt auch eine gewisse Erfahrung mit und auch in diesem Alter noch die Leistung, die man braucht, um auf diesem internationalen Geschäft zu spielen. Und na klar gibt es so Leute, die jetzt sich dann im Internet wieder mit unglaublich viel Bereitschaft hinstellen und einen Text schreiben, den sie sehr einfach analysiert haben. Ja, jeder, der Fußball schaut, hat gesehen, was Mats Hummels in der Champions League abgeliefert hat über die ganze Champions League-Saison, vor allem in den K.O.-Spielen nochmal krasser. Das hat jeder gesehen, ja, ich weiß. Dass dann der Vergleich zum Beispiel mit einem Robin Koch gemacht wird, ist immer blöd, finde ich, weil im Vergleich liegt die Abwertung. Weil wenn man jetzt das so vergleicht, ist das für mich sehr, sehr, sehr doof.